zuerst einmal, die ganze Situation ist extrem surreal. Es ist klar, die Mannschaft fehlt uns, der Staff fehlt mir. Und wie die Stimmung ist in der Mannschaft, erfahre ich eigentlich nur aus dem Chat, den wir neu gemacht haben, wo die Spieler auch angewiesen sind, immer wieder für sich Videos sicherzustellen, wie sie trainieren, wie es ihnen auch geht. Und darum sind wir vor allem so in Kontakt momentan. Jetzt heute zum Beispiel ist als Dessert oder Jojo-Test angesehen, was sehr, sehr unbeliebt ist bei den Spielern, aber was einfach der Match simulieren soll. Und darum ist es 25 Minuten vorbei, aber dort würden sie völlig ans Maximum gehen müssen. Und darum denke ich, dass wir, wenn es wieder losgehen sollte, dass wir dann voll parat sind. Haben Sie gehört? Jungs, Freitagnachmittag ist Jojo-Testtag, jede Woche. Wir freuen uns, auf dem Chip die wunderbare Kurve zu sehen, der Puls maximal. Wir brennen! Juhu! Wir haben uns so vorbereitet, dass wenn es im Mai losgeht, dass wir dann auf parat sind. Also es ist einmal jetzt bis 30.04. geht gar nichts. Am 19.04. kommt dann noch eine Entscheidung, um weiter trainieren zu können. Und dann werden wir schauen, man darf jetzt flexibel sein und man parat sein, wenn es dann weitergeht. Ja, es ist ungewohnt, wieder mal da zu sitzen. Das letzte Mal bin ich vor 3 Wochen da gehockt, im Testspiel gegen St. Gallen. Und es wäre schon schön, wenn ich wieder mal da hocken könnte, wenn es so um Punkte geht. Es ist natürlich schön, wenn man die Tabelle anschaut und man sieht uns auf dem 2. Platz. Wir wissen aber auch, dass 13 Spiele fehlen und nach meinem Kenntnisstand möchte die Liga die 13 Spiele unbedingt fertig spielen. Darum ist es ein langer Weg, aber wir möchten natürlich alles dafür tun, um auf dem Platz zu bleiben. Das ist meine Coaching-Zone. Da tigere ich normal ganz nervös um, wenn es um Punkte geht. Jetzt hoffen wir, dass das Stadion bald wieder mit Leben füllen kann. Bleiben gesund und ein kräftiges Hopfen dort!